Herzlich willkommen zu meinem achten Corona-Update, das vierte als Video. Die anderen sind aber wie immer auf meiner Facebook-Seite nachzulesen. Ja, das war ein total vollgepackter Tag. Wir haben zweimal mit dem Krisenstab getagt. Ich hatte unfassbar viele Termine mit Telefon, also ganz wenige Leute, die ich wirklich physisch gesehen habe. Es entspricht ja auch alles den Vorgaben. Und wir haben festgestellt, dass die Maßnahmen hier auch zum Rathausschutz noch nicht so ganz durchgedrungen sind, aber das läppert sich, das kriegen wir schon alles hin. Langsam aber sicher managen wir uns da zurecht. Es ist jetzt so 20 nach 6 und ich habe vor etwas mehr als einer Stunde, so wie viele andere auch, die Landespressekonferenz gesehen, wo Stefan Weil und Carola Reimann zusammen neue Maßnahmen für die weitere Corona-Eindämmung vorgestellt haben. Da fange ich vielleicht einfach mal mit den Maßnahmen an, die uns nicht so ganz betreffen, weil sie in die Bereiche eindringen, wo in größten Teilen unsere Vereine und Verbände, die davon betroffen sind, selber schon entsprechende Maßnahmen ergriffen haben. Daher an dieser Stelle erstmal allen recht herzlichen Dank, die von sich aus den Ernst der Lage erkannt haben und gesagt haben, wir tun etwas aktiv dagegen, indem wir uns an die Vorgaben bzw. an die Empfehlungen halten. Also Hut ab, das war wirklich ganz toll, weil wir dadurch, glaube ich, schon eine ganze Menge erreicht haben. Aktuell gibt es immer noch nur diese zwei bestätigten Corona-Infizierten in Pattensen und ich hoffe, dass wir über den langen Zeitraum eine gut vertretbare Quote auch behalten werden. Also erste Maßnahme, Schließung von Versammlungsstätten. Was heißt das? Das heißt, dass alle Kirchen, alle Religionsgemeinschaften, alle Vereinsheime, überall dort, wo Menschen in engeren Räumen mit mehreren Personen zusammenkommen, dass diese geschlossen werden und dass diese Art von Versammlung verboten werden. Also wirklich verboten. Das ist eine sehr radikale Maßnahme, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand eine solche Entscheidung trifft, wenn es nicht zwingend notwendig ist, weil natürlich alle wissen, was da dran hängt. Gleiches gilt für Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel das Pattenser. Auch die haben von sich aus schon entschieden, entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Also auch hier für uns keine Veränderung und auch für die Bereiche Bücherei, Leine-VHS, Kultureinrichtungen allgemeiner Art, auch hier für uns keine Veränderung, weil diese Bereiche auch schon ihre Betriebe weitgehend eingestellt haben. Etwas anders verhält es sich im Bereich der Fitnessstudios. Auch die sind von dieser Schließung betroffen und bekommen eine entsprechende Verfügung. Und auch für den Bereich des Einzelhandels außer Lebensmittel. Das heißt also, die Lebensmittelhändler und alles, was für den täglichen Bedarf, zum Beispiel auch Apotheken, da sind, die werden weiter aufbleiben, alle anderen Einzelhändler werden schließen. Die Lebensmitteleinzelhändler bekommen außerdem die Möglichkeit, am Sonntag zu öffnen, um einfach das Kaufverhalten, was wir in den letzten Tagen beobachten konnten, ein bisschen zu entzerren. Das sind so die nächsten Maßnahmen. Ja, und jetzt kommt eine Maßnahme, die habe ich schon abgesehen, als ich heute das Verhalten draußen auf der Straße vor meinem Fenster beobachtet habe. Wir werden verpflichtet und es wird verboten, sich auf Spielplätzen aufzuhalten, auf freien Plätzen und auch auf Schulhöfen. Die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden zur Schließung von Schulen und Kitas, ich will es nochmal so deutlich sagen, die waren kein vorgezogener Urlaub. Es war beabsichtigt damit, dass in großen Gemeinschaftseinrichtungen die Leute sich nicht gegenseitig anstecken. Es ist daher vollkommen kontraproduktiv, in großen Gruppen auf Spielplätzen sich aufzuhalten oder in entsprechenden Freizeiteinrichtungen wie Indoor-Spielparks oder so sich aufzuhalten. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil damit das Ziel, was man mit der Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen erreichen wollte, nicht erreicht ist. Und da das offensichtlich nicht durchgedrungen ist zu jedem, ist jetzt die Maßgabe da, auch diese Bereiche für die Besucherinnen und Besucher zu sperren. Das wird also auch jetzt passieren. Ich weiß, das tut wirklich weh. Ich bin selber Mutter von zwei Kindern. Das ist wirklich nicht einfach. Aber wir werden keine andere Möglichkeit haben, als sie jetzt anderweitig zu Hause zu beschäftigen. Ich habe auch an diesem Wochenende entsprechende Vorbereitungen und Vorkehrungen getroffen, weil das wirklich, wirklich hart ist. Also ich kann das gar nicht anders sagen, aber letztendlich geht es darum, möglichst viele Leute,
gesund zu lassen, so lange wie es geht, um eben das Gesundheitssystem nicht zu überfordern. Wir haben alle miteinander eine eigene Verantwortung dafür. Diese Verantwortung ist nicht nur für uns, sie gilt auch natürlich für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und auch hier kann ich sagen, es ist wirklich eine harte Maßnahme. Solche Einschnitte wird keiner treffen, wenn sie nicht absolut unumgänglich und nötig sind und man sonst keine Möglichkeit hat, die Eindämmung des Virus zu ermöglichen. Das ist nicht der Fall. Also das Thema ist immer noch flatten the curve. Sieht zu, dass ihr diesen Zeitverlauf so lange wie möglich streckt, mit so wenig Leuten wie möglich zusammenkommt, die Sozialkontakte einschränkt. Telefoniert mehr, chattet mehr, mailt mehr, lasst die Xbox glühen. Macht einfach die Dinge, die ihr schon lange mal zu Hause machen wolltet, und versucht, alles an Treffen und an Gemeinsamkeiten auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Wir haben noch ein Thema, was die Notbetreuung angeht. Es hat sich heute gezeigt, dass nicht so ganz eindeutig war, wie, welche Gruppen jetzt wirklich zu der absolut kritischen Gruppe gehören. Das sind alle Menschen, wo beide Elternteile oder bei Alleinerziehenden, wenn kein anderer Elternteil greifbar ist, weil verstorben, nicht da oder so, wo entsprechend beide in kritischen Berufen arbeiten. Ganz vorneweg, ganz entscheidend sind die Gesundheitsberufe. Und zwar alles, was im pflegerischen Bereich zu tun hat, was im Gesunderhaltungsbereich zu tun hat, also Krankenschwestern und Krankenpfleger, Altenpfleger, ambulant übrigens auch, also ambulant und im stationären Bereich, Ärztinnen und Ärzte, ganz vorneweg. Danach abgeschichtet alles andere und natürlich, was ich auch schon beim letzten Mal gesagt habe, Lebensmittelbereich, alles, was mit Lebensmittelproduktion zu tun hat und mit Lebensmittelverkauf, aber auch hier immer drauf gucken, ob der Partner nicht eine andere Möglichkeit, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, mit dem Partner zusammen etwas zu regeln durch versetztes Arbeiten und dergleichen. Wir haben eine ähnliche Situation auch hier. Auch wir haben unsere Dienstleistungen auf ein Mindestmaß heruntergefahren. Ganz viele Sachen werden bei uns im Moment nicht erledigt, weil wir in einer ähnlichen Situation sind. Ja. Das sind jetzt erstmal die wichtigsten Informationen nach der Pressekonferenz, sofern sich Sachen noch ergeben, wir weitere Themen noch haben oder weitere Informationen herauszugeben sind, werde ich das selbstverständlich in gewohnter Form tun, schriftlich oder als Video, je nachdem, ob es viel oder wenig ist. Ich bin in den nächsten Tagen ganz, ganz viel in Telefonkonferenzen, ganz viel in Krisenstäben unterwegs. Das heißt also, ich weiß nicht, wie zuverlässig und wie schnell ich bin. Ich versuche, es beizubehalten. Aber bitte seien Sie seid nachsichtig, wenn das manchmal nicht gleich geht. Ein Thema habe ich noch. Ab morgen um 10 Uhr schalten wir eine Bürgerhotline frei für alle Bereiche, die Fragen in der Stadt Pattensen betreffen. Keine Gesundheitsfragen, die sind nach wie vor ans Gesundheitsamt und an die Patientenhotline zu stellen. Patientenhotline 116 117. Aber unsere für die Dienstleistung der Stadt Pattensen, die Hotline, wird 05101 sein, 100-1234. Unter dieser Hotline sind wir dann zu erreichen und versuchen, einen Ansprechpartner zu vermitteln oder eben ihr Anliegen so schnell wie möglich zu beantworten. Aber nochmal ganz deutlich, keine medizinischen Fragen, keine Tests anfragen, kein gar nichts, da können wir gar nichts zu sagen. Dafür sind die Gesundheitsbehörden zuständig und wir würden uns hier auch in eine schwierige Situation begeben, weil das natürlich für alle Menschen in Niedersachsen gleichermaßen gilt. Bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, keine Generation vor uns konnte einen Kampf wie diesen auf der Couch kämpfen. Nutzen wir die Chance. Ich wünsche Ihnen und euch vor allem erst einmal einen ruhigen Abend. Ich hoffe, dass alle ihre organisatorischen Sachen gut auf die Reihe kriegen. Wenn es irgendwo ganz doll kneift, versuchen wir, so gut wie möglich zu helfen. Bitte seht uns nach, wenn wir aber an der einen oder anderen Stelle auch improvisieren müssen und mehr Zeit brauchen, weil auch für uns das eine neue Situation ist. Und wie gehabt, wenn Sie mich sehen, winken Sie aus der Ferne und bleiben Sie gesund.